Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion verfolgt die Rote Hilfe, ich zitiere, in ihrer Gesamtheit linksextremistische und mithin verfassungsfeindliche Ziele in unterschiedlicher Intensität. Zitat Ende. Ihre Aktivitäten werden daher als Bestrebungen gegen die Verfassungsgrundsätze eingestuft. So sei das Eintreten der Roten Hilfe für eine sozialistisch-kommunistische Staats- und Gesellschaftsordnung nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. So ist es in der Ausgabe der Jungen Freiheit vom 2. August diesen Jahres zu lesen. Kurzum, Herr Striegel, es kann sein, dass Ihnen die Zeitung nicht gefällt. Sie lesen nur Neues Deutschland und Junge Welt, nur linke Propagandablätter, das ist uns schon klar. Kurzum, die Rote Hilfe ist eine hoch linksextremistische Organisation, die seit langem vom Verfassungsschutz beobachtet und als Gefahr für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eingestuft wird. Daher verwundert es nun auch nicht, dass Innenminister Seehofer Ende letzten Monats ankündigte, die als verfassungsfeindlich eingestufte Organisation Rote Hilfe verbieten lassen zu wollen. Aber worum handelt es sich denn nun genau bei der Roten Hilfe? Der 1975 gegründete Verein mit derzeit etwa 9.000 Mitgliedern unterstützt linke Straftäter juristisch und finanziell. Als Gegenleistung für die Rote Hilfe dürfen die Tatverdächtigen keine Aussagen bei der Polizei machen und müssen sich verpflichten, auch nach verbüßter Strafhaft den revolutionären Straßenkampf fortzusetzen. Die Rote Hilfe tritt bei allen größeren gewalttätigen Demonstrationen auf, so auch bei den Tumulten anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg im Juni 2017. Da ist die Rote Hilfe überall mit dabei. Die Rote Hilfe hat sich bis heute nicht von den Attentaten der terroristischen Roten Armee-Fraktion RAF distanziert. Die Fahndung nach drei seit Jahren flüchtigen RAF-Tätern bezeichnet die Rote Hilfe als, Zitat, unnachgiebige Menschenjagd, Zitat Ende, und wünscht den Terroristen zugleich viel Kraft und Lebensfreude. So im Focus-Online-Artikel vom 30.11.2018 zu lesen. Gleichzeitig bemerkenswert und beschämend ist der Umstand, dass zahlreiche linke Politiker und auch Abgeordnete auf Bundes- und Landesebene Mitglieder oder Unterstützer der Roten Hilfe sind. Die Linkspartei-Vorsitzende Katja Kipping, die linke Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke, die linke sächsische Landtagsabgeordnete Jule Nagel, aber auch etliche SPD-Mitglieder, Jusos und so weiter, gehören zu den Unterstützern. In einem Bericht, und Herr Striegel, hören Sie genau zu, des Neuen Deutschlands vom 10.12.2018 gab es dann auch sogleich linksreaktionäre Beistandsbekundungen gegenüber der Roten Hilfe. Juso-Bundesvorsitzender Kevin Kühnert sagte dort, ich zitiere, wer Sie und Ihre Unterstützung als verfassungsfeindlich hinstellt, hat weder unser Staatsrecht noch unsere Strafprozessordnung verstanden. Zitat Ende. Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Max Lux, sagte gegenüber dieser Zeitung, ich zitiere, das geplante Verbot der Roten Hilfe ist ein vollkommen falsches Signal, eine Organisation zu verbieten, die polizeiliche Willkür thematisiert, ist ein klarer Schritt in die Richtung eines autoritären Staates. Zitat Ende. Und wie soll es anders sein? Die interventionistische Linke, ebenfalls seit langem durch die MVS beobachtet, wir erinnern uns,
bezeichnete die Rote Hilfe als, ich zitiere, strömungsübergreifende Solidaritätsorganisation der Herzen. Zitat Ende. Werte Abgeordnete, da haben wir Sie alle schön beieinander wieder mal. Linke Parteien und linksextremistische Organisationen Hand in Hand und bestens verbandelt. Man stelle sich Ähnliches auf der rechten Seite einmal vor. Da würde es dann gleich heißen, der Nationalsozialismus stünde erneut kurz vor dem Ausbruch. Dass umgekehrt der Kommunismus wieder kurz vor dem Ausbruch steht oder stehen könnte, wird natürlich nicht thematisiert. Man misst bei links und rechts halt mit zweierlei Maß. Und dies ist eines echten Rechtsstaates vollkommen unwürdig. Wir von der AfD als selbstverständlich Urdemokratin halten es da eher mit der Forderung des CDU-Obmannes im Bundesinnenausschuss, Armin Schuster, der laut einem Weltartikel vom 14.04.2018, ich zitiere, die Prüfung eines Vereinsverbotes der linksextremen Roten Hilfe, Zitat Ende, forderte und dazu aufrief, den linken Rand nicht zu vergessen. Sehr richtige, sehr weise Worte dieses Mannes. Daher hat die AfD-Fraktion auch den vorliegenden Antrag eingebracht, der die Landesregierung auffordern soll, dem Ansinnen eines Verbotes der linksextremen und gewaltfördernden Roten Hilfe auf Bundesebene zu folgen. Jedem echten Demokraten, besonders jedem halbwegs konservativen Abgeordneten hier, muss es förmlich ein Anliegen sein, diese Forderung mit seiner Stimme zu unterstützen. Der vorliegende Alternativantrag der Kenia-Koalition kann daher mit Verlaub nur als äußerst fadenscheinige Taktiererei und linkes Ding betrachtet werden. Mit den dabei abzustimmenden Formulierungen, ich zitiere, der Landtag verurteilt zutiefst jegliches Verhalten, das sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet und Handlungen, die extremistische Taten unterstützen und verherrlichen, lehnt der Landtag von Sachsen-Anhalt entschieden ab. Haben Sie solch selbstverständliche Allgemeinplätze zur Abstimmung gestellt, dass es wahrlich beschämend ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da ist keinerlei Substanz drinne. Das ist nur Taktiererei. Und dass Sie, werte CDU-Fraktion, sich für dieses linke Kasper-Theater hergegeben haben, zeigt deutlich, wie tief Sie tatsächlich im linksradikalen Zwangskorsett der Kenia-Koalition feststecken und dass die Union auch nach Merkel doch eben leider nur eine politische Mätresse, um es vornehm auszudrücken, geblieben ist und sich im linken Koalitionsbett doch sichtlich wohl und befriedigt fühlt. Aber vielleicht bekommt es trotzdem der ein oder andere Abgeordnete außerhalb der AfD-Fraktion hin, unserem Antrag zuzustimmen und der Roten Hilfe ganz deutlich die rote Karte zu zeigen. Vielen Dank.